Der Chef der europäischen WHO, Hans-Henrik Kluge, 52, sagte zum dänischen Staatssender Doktor, es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische Aussage. In der vorigen Woche gingen die gemeldeten Corona-Fälle um 11% lediglich in Südostasien, plus 2%, und im östlichen Mittelmeerraum, plus 7%, stiegen die Zahlen leicht. Auch interessant lesen Sie auch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte in einer Pressekonferenz, es ist wichtig zu verstehen, dass die Impfstoffe die Maßnahmen, die wir umsetzen, unterstützen und nicht ersetzen. Er warnt, je länger das Virus im Umlauf ist, desto mehr Möglichkeiten hat es, in Formen zu mutieren, gegen die unsere Impfstoffe weniger effektiv sind.